Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit einer Theorie, die eure Meinung zu Kaido grundlegend ändern wird. Denn was, wenn ich euch sage, dass Kaido gar nicht diese ach so schreckliche Bestie ist, für die wir ihn halten? Bleibt dran, Intro ab. Bisher sehen wir Kaido als einer der bösartigsten Charaktere in One Piece. Immerhin, sein Äußeres sieht aus wie ein Oni, eine böse Sagengestalt der japanischen Kultur. Zudem scheint er ständig sauer zu sein. Er säuft, er brüllt, er verprügelt sogar seine eigene Crew. Er hat vor niemandem Respekt und hält sich für das stärkste Wesen auf der Welt. Er kennt keine Skrupel und schreckt nicht mal davor, seine Feinde lebend zu kochen. Seine ganze Natur lässt sich auch erklären. Immerhin war er ein ehemaliges Mitglied der Rocks-Piraten. Eine Bande, die nur aus den Schrecklichsten der Schrecklichen bestand. Eine Crew, die nicht mal gegenseitig untereinander Respekt hatte und sich bekämpfte. Dort kannst du nur so werden. Er möchte einen Krieg starten, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Er möchte die Weltregierung vernichten. Doch wieso? Viele sind der Meinung, einfach nur, weil er das pure Böse ist. Was aber, wenn ich euch sage, da steckt deutlich mehr dahinter? Wie wir wissen, war Kaido Teil der Rocks-Piraten. Diese Piratenbande hat an den Geheimnissen der Welt geforscht. Sie haben nach Poneglyphen gesucht und wer weiß, vielleicht gab es dort jemanden, der die Poneglyphe sogar lesen konnte. Was, wenn Kaido aus einem dieser Poneglyphe eine Geschichte gehört hat, die ihn zu dem gemacht hat, wer er heute ist? Eine Geschichte, die sein Leben und seine Sicht auf die Dinge verändert hat. Kaido gehört vermutlich zu einer speziellen Riesenart, möglicherweise den Onis oder sogar zu Ors Rasse, den antiken Riesen. Ors selbst wird der Kontinentenzieher genannt und momentan herrscht die Theorie, dass er verschiedene Inseln von irgendwo zusammengesetzt hat und aus diesen Inseln ist Wano Kuni entstanden. Würde auch erklären, weshalb Onigashima so nah dran ist. Doch wieso sollte Ors sowas tun? Möglicherweise musste er, weil die Weltregierung so langsam alles zerstörte. Deshalb nahm Ors einige der Verbündeten des antiken Königreichs und schloss sie zusammen, damit ihre Armee groß genug ist, um der Weltregierung standzuhalten. Denn eine Riesenarmee ist natürlich schwerer zu besiegen als viele kleine. Somit wären die Oni bzw. antiken Riesen Verbündete des antiken Königreichs gewesen. Doch warum gibt es dann keine Onis mehr? Zumindest haben wir außer Kaido und Ors keine Lebenden mehr zu Gesicht bekommen. Was, wenn sie alle von der Weltregierung vernichtet worden sind? Was, wenn Kaido dies aus einem der Poneglyphe erfahren hat? Was, wenn deshalb sein Hass auf die Weltregierung so groß ist und er sie deshalb vernichten will? Dies würde Kaido in einem ganz anderen Licht stehen lassen. Somit hätte er eigentlich gute Absichten, nur geht er den falschen Weg. Er könnte so das Pendant zu Ruffy sein. Letzten Endes haben sie beide irgendwann dasselbe Ziel, auch wenn Ruffy dies bisher noch nicht weiß. Aber unterschiedliche Wege, wie sie vorgehen. Dies könnte auch erklären, warum er sich umbringen möchte. Denn alle seine Verwandten, seine ganze Rasse ausgelöscht durch die Weltregierung. Er alleine lebt noch. Möchte eigentlich bei ihnen sein, kann es aber nicht. Darum säuft er und möchte sich umbringen. Gehen wir noch einen Schritt weiter, denn äußerlich gibt es deutliche Unterschiede zwischen Ors und Kaido. Kaido wirkt deutlich menschlicher. Er hat nicht so eine seltsame Haut und sieht weniger aus wie ein Biest. Was, wenn Kaido ein Hybrid ist? Halb Mensch, halb Oni. Dann hätte Oda ein Meisterwerk geschaffen, denn dann hätte Kaido diesen inneren Struggle mit sich selbst, mit seiner menschlichen Seite, mit seiner Oni-Seite. Die Menschen, die die Onis vernichtet haben. Auf welcher Seite sollte er stehen? Dies würde noch viel besser erklären, warum er seinen Frust wegtrinken muss. Warum er sich selbst umbringen will. Denn seine menschliche Seite hasst sich selbst. Das wäre mal ein extrem psychologischer Ansatz und würde Kaido zu einem deutlich komplexeren Charakter machen, als er jetzt ist. Was denkt ihr über meine kleine Theorie? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und einem Klick auf den Abo-Button. Und was haltet ihr denn von diesem Erzählerstil?
Es ist mal ein bisschen was anderes, nicht so freigesprochen, aber auch nicht so gerade hinweg vom Skript abgelesen, sondern etwas mehr betont wie eine kleine Geschichte. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß hier auf Faceful TV. Haut rein und ciao.